Aber in meinen Träumen ist diese Welt nicht wie hier. Da wo die Sterne wieder hell reflektieren und wo die Sonne diese Kälte kaschiert, kann es selten passieren, dass man fällt und verliert. Herzlich willkommen bei der Blöse Familie für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Freshmaker und dem Trojanisches Pferd an. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Dieser Vorschlag kam von dem netten Bernd. Der hier. Das ist der Link zu dem Track. Natürlich die ganzen Grüße gehen natürlich auch raus an die ganzen Dame-Supporter, meine Damen und Herren. Grüße. So. Wir haben ja letztens vom Luke Mann ja ein Lied angehört zu seiner Qualifikation zu einem Rap-Battle. Das ist nicht der nette. Also er ist schon Ewigkeiten dabei, merke ich gerade. Oh, den hab ich sogar zweimal. Oder sind es zwei verschiedene? Ich weiß es nicht. Er hat auch also bei dem Video unten drunter kommentiert. Hier. Oh, fuck. Zack. Hier. Der hier. Natürlich Grüße raus. Nein. Grüße natürlich auch raus an den Mario Ascrosio an der Stelle. Grüße dich. Grüße dich. So, lassen wir die Spiele beginnen. Was mich uns erwartet, Trojanisches Pferd. Ich hoffe, die Sage von dem Trojanischen Pferd kennt, glaube ich, jeder. Muss ich jetzt nicht erläutern. Also es gab quasi eine Belagerung von Troja. Also zu Troja, glaube ich. Oder war das von Troja? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war von Troja. So, die haben halt sich bekriegt etc. Und dann haben die quasi einen Hinterhalt geplant und haben ein Holzpferd gebaut mit Rädern. Mit innen drin, Bauch war hohl. Da haben sich Männer drin versteckt. Die haben das dann quasi in das Schloss reingeschoben. Und dann, wenn die Nacht eingebrochen, also wo die Nacht da war, sind die quasi aus dem Bauch rausgegangen. Und haben dann quasi in Nacht- und Nebelaktion die ganzen Leute im Schloss fertig gemacht. Und somit quasi die Burg erobert. Oder das Schloss. Ich sage ja mal Burg. So, das ist ungefähr in grob gefasst die Sinne vom Trojanischen Pferd. Es gibt natürlich wahrscheinlich noch andere Dinger, die man hätte sagen können, beziehungsweise die man erwähnen können. Trotzdem, grobe Fassung, es ist das. Oder Ritter der Kokosnuss, die haben auch sowas gebaut. Gib mir das Mic in die Hand und plötzlich hat Trap wieder Handlung. Ich fresse mich ins Game wie ein Bandwurm. Siehst du vor der Bühne diesen Ansturm? Alter. Und auf dem Trap, also Dame of Trap. Okay. Nicht schlecht bis jetzt. Also was ich gehört hab. Auch jetzt vom Flo her. Bode, Bode bei die Fische. Wir sind die Besten und ihr wisst es, bringen Hallen zum Beben, denn wir sind wieder on Tour. Tiroler würden sagen, ja so ich es. Sie warten, Schweiß gebadet, dass endlich das Line-Up startet. Beim Teutates, was für ein Neck, das hört sich an, als ob er live nicht atmet. Bei den anderen Artists, der müde Mann, bei uns ist die Showknacke voll bis zum Bühnenrand. Der Grund, wir sind immer noch dabei und genießen diesen Hype, denn solange man nicht schwören kann, ist es noch nicht vorbei. Wir machen weiter, bis die Anlage platzt, bis der Saft alle ist und der Notgenerator versagt. Und selbst hat auch aber ihn rausgeheult, einen guten alten Double Time, du. Hey, die Schnauze. Und dann noch geile Vergleiche. Und Reime mit drin. Natürlich passend zu Troja mit Teutates und sowas. Selbst dann bleiben wir noch die halbe Nacht mit euch wach, bis der Barkeeper sagt, er hat nichts mehr da. Komm schon, mach die Flasche ins Glas. Es gibt keinen, der die Party hier stoppt. Wir fressen dem Veranstalter die Haare vom Kopf. Sprengen jeden Rahmen, denn wir kennen keine Warmen. Unser Nightliner rollt durch die Stadt wie eine Lok. Wir kennen keine Normen, du hörst unsere Live-Performance. Kannst nicht fassen, was passiert und schon morgen beginnt der Scheiß von vorne. Was ist das? Okay. Salle fällt ein Track, wie ich gerade ausgehört habe, von der Tour. Also quasi, was das Erlebnis auf der Tour alles so anteasert, etc. Buh! Nicht schlecht, Herr Specht. Wir rollen, was ist das? Wir rollen, was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbos leer.
Wir rollen, was ist das da auf vollem Intro? Janisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Der nimmt den Turbus als trojanisches Pferd. Ei. Das ist echt. Da muss ich meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. Alter, der vergleicht einen Turbus als trojanisches Pferd zu bezeichnen. Das ist natürlich. Das ist natürlich nicht schlecht, Alter. Natürlich könnte man jetzt jedes Auto wie hier als trojanisches Pferd bezeichnen. Aber es ist teilweise so naheliegend. Wir rollen, ja, ja, wir rollen, was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Wir rollen, was ist das? Da auf rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Spiele Song. Alter Bruder. Da muss man einfach sagen, das, der Vergleich, ist echt nicht schlecht, Alter. Song oder Party-Hit, bei uns geht die Masse mit. Wir rollen mit dem Turbus durch das Land, egal ob Solo-Konzert oder Gastauftritt. Wir zeigen dir, wie man's richtig macht, wie man schreibt und einen Hit draus macht. Wie man Wetter aneinander reibt, bis die Halle schreit und die erste Reihe die Splits auspackt. Gib mir etwas Zeit und ich rappe eine Simon, sogar mit Trap zum Sound. Gib mir etwas Zeit und meine Crew und ich laufen zur Bestform auf. Gib mir einfach das Mic und du hörst den besten Rapper des Landes, der unvergessen bleibt, so wie Ramses. Rettet, Angriff, deine Crew ist. Alter Schwede, der Beat, also der Beat da noch zu mit dem Dame, ist ja, das ist ja Next Level, Alter. Puh. Holy shit, Alter. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Richtig krasser Track, Alter. Richtig krass. Ich glaube, ich hab... Jetzt von der Technik her, ich glaube, noch nie so einen krassen Dame gehört. Ist jetzt von der Rap-Technik her. Jetzt nicht lyrisch her oder gesangsmäßig her, sondern jetzt von der Rap-Technik her. Da ist ja alles drin. Also von den ganzen Flow-Wechsel etc. Ist ja krass. Erstickt im Kuhm ist und denkt, sie hat sicke Tunes. Mit doch stepp ich mit dem Mic zur Front. Dann weiß jeder, wir sind lit wie Louis. Wir sind lit wie Louis. Lit wie Louis. Wir sind lit wie Louis. Lit wie Louis. Es gibt keinen, der die Party stoppt, denn solange wir am Mic sind, wird der Laden gerockt. Du bist mehr von uns, Alter, sag ich dir doch. Unser Nightliner rollt durch die Stadt wie eine Lok. Wir kennen kein Benehmen, denken nicht dran heimzugehen. Und wenn ihr heute feiern wollt, braucht ihr uns nur das Mic zu geben. Was ist das? Das ist krass, Alter. Riech. Ein richtig böser Track, Alter. Von Dame. Hat aber ihn ausgepackt, du. Halt's Maul. Wir rollen, was ist das? Wir rollen, was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Wir rollen, was ist das? Da auf rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Wir rollen, ja, ja, wir rollen, was ist das? Wir rollen und saufen dabei den Turbus leer. Fickt Mütter, der Track, Alter. Der fickt... Nee, der fickt schon die verstorbenen Mütter. Von etlichen Jahrhunderten. Fuck, Alter. Das ist eine richtig böse Möse. Wir rollen, was ist das? Da auf rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir rollen, was ist das? Da auf rollen ein trojanisches Pferd, als ob es ein anderes Jahrhundert wäre. Der Beat ist auch mega geil. Muss man einfach sagen, richtig schön elektronisch, nice. Also, meine Damen und Herren, Bruder, ey, da muss ich aber extrem los. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich noch nie so einen krass gerappten Track von Dame gehört. Wie gesagt, ist nicht vom lyrischen oder vom,
von dem ganzen Gesamtbild her, sondern jetzt du vom Flow her, von den ganzen mütterfickenden Flows etc. Das ist ja... Hat aber wieder mal gezeigt, hier, bam. Wenn ich wollte, könnte ich auch das gleiche, was die anderen können. Einfach mal kurz den Schwanz ausgepackt. Holy shit. Das ist alles krass. An der Stelle. Echt krass. Ich habe ja, könnt ihr auch sehen, ich habe hier Nike gegeben. Ihr wisst Bescheid. Krass, Alter. Echt krass. Ich bin echt hin und weg, würde ich jetzt mal sagen, ne? An der Stelle. Was soll ich da noch sagen? Absolut ein überkrasser Track, Alter. Ich bin jetzt leider von den ganzen Inhalten jetzt nicht hinterhergekommen, wenn die ganzen Double Time, dann noch dies, das, etc. Ananas. Das ist schon hart, Alter. Richtig hart. Wie ihr das findet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare packen. Ihr Ficker. Vorschläge, Meinung, Kritik, alles in die Kommentarsektion. Dann haben wir in der Infobox, findet ihr den Kanal von Freshmaker, also den, wo wir da hätte den Song angeguckt haben. Den Song findet ihr unten in der Infobox. Dann findet ihr noch den Dame-Kanal, findet ihr noch unten in der Infobox. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht irgendwas Sinnvolles. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Ihr Ficker.